Hier ist eine Aufnahme des Uferbereichs von Herzhausen mit der Kreuzung an der heutigen Bundesstraße. Vor dem Bau der Sperrmauer wurden alle Häuser, die in der nachfolgenden Animation grün gekennzeichnet sind, aufgegeben. 23 Familien mussten ihre Häuser und Höfe verlassen. 10 bauten neu in der Ortslage in Herzhausen. 4 Neubauten entstanden in der Nähe des Bahnhofs und 9 Familien zogen fort. Da keine Mauerreste die Zeit überdauert haben, gilt Herzhausen oft als das vergessene Dorf unter den versunkenen Orten des Edersees. Auf beiden Tafeln können Sie entdecken, wo früher Hofstellen waren.